herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Weißhoff und ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ihr euch mit relativ einfachen Mitteln ein Halsblei selber bauen könnt. Das Halsblei besteht aus zwei Schläuchen. In dem inneren Fahrradschlauch ist das Bleigranulat und an dem äußeren Fahrradschlauch machen wir die Verschlüsse fest. Dadurch, dass wir für das Halsblei zwei Fahrradschläuche verwenden, wird euer Halsblei stabiler und hält deutlich länger. Bevor ich euch Schritt für Schritt zeige, wie ihr das Halsblei selber bauen könnt, zeige ich euch kurz die Materialliste, was ihr alles für den Bau benötigt. Als Material für dein Halsblei benötigst du einen Fahrradschlauch, zum Beispiel von einem Mountainbike, Softbleigranulat, Clipverschlüsse, Kabelbinder, zum Beispiel in verschiedenen Größen, einen Stift, wenn wir die Länge anzeichnen wollen, eine Schere zum Zuschneiden für die Länge vom Halsblei. Was nicht auf dem Foto zu sehen ist, ist die Luftpumpe, damit wir den Schlauch etwas weiten können, um mehr Bleigranulat in ihn hineinzufüllen. Im ersten Schritt bereiten wir den Fahrradschlauch vor, um das Blei einzufüllen. Dafür geht ihr wie folgendermaßen vor. Wir entfalten den Schlauch und schneiden ungefähr 10 cm neben dem Ventil den Schlauch durch. Das machen wir aus folgendem Grund, damit wir eine Seite zum Blei einfüllen haben und die andere Seite verschließen wir. Ihr habt jetzt beim Fahrradschlauch zwei Enden, eine, die dicht am Ventil abgeschnitten ist und eine weit entfernte. Das erste, was ihr macht, ihr nehmt die weit entfernte Seite und verschließt sie mit Kabelbindern. Wenn ihr fertig seid, sieht das Ganze so aus. Ihr habt die offene Seite, um das Bleigranulat einzufüllen und die andere Seite ist verschlossen. Im nächsten Schritt markieren wir uns die Länge des Halsbleis, also die Länge des inneren Schlauches. Dafür legt ihr den Fahrradschlauch um euren Hals, so dass sich beide Enden ungefähr berühren. Fasst sie mit dem Finger und markiert mit dem Edding die Länge. Bis zu dieser Länge müssen wir das Blei einfüllen, damit wir den Schlauch später noch verschließen können. Im zweiten Schritt befüllst du den Fahrradschlauch mit dem Bleigranulat. Dafür nimmst du dir deine Granulatsäckchen, schneidest eine kleine Ecke ab und dann können wir das Granulat ganz einfach in den Fahrradschlauch umfüllen. Immer wenn genug drin ist, das Blei durchrutschen lassen bis zum Ende. Und dann geht es weiter mit der nächsten Fuhre. Das macht ihr dann so lange, bis ihr genau die Menge an Bleigranulat drin habt, die ihr haben möchtet. Zum Beispiel 1 Kilo, 2 Kilo, 2,5, 3. Wenn du die gewünschte Menge an Bleigranulat in den Fahrradschlauch eingefüllt hast, lässt du das Ganze nochmal vom Tisch hängen oder nach unten, damit das Bleigranulat in den hinteren Teil wandert, den wir verschlossen haben. Und du siehst jetzt auch, dass der Schlauch, wenn ich ihn so zumachen würde, mir deutlich zu lang wäre. Deswegen machen wir jetzt Folgendes. Wir schließen die Fahrradpumpe an unser Ventil an, halten das andere Ende vom Schlauch zu, lassen das Bleigranulat runterhängen und pumpen gleichzeitig auf und werden sehen, dass das Blei in den Fahrradschlauch reinrutscht. Wir pumpen dabei so weit auf, dass das Bleigranulat deutlich über unsere Markierung runterrutscht, können dann im Anschluss einfach abschneiden, den Schlauch verschließen und dann, wenn der Schlauch auf beiden Seiten zu ist, das Bleigranulat gleichmäßig verteilen.
So, dann dreht ihr das Ventil ab vom Fahrradschlauch, schließt die Luftpumpe an. Zack. Das offene Ende faltet ihr zusammen und haltet es zu und könnt dann den Schlauch aufpusten. So, euer fertiges Resultat wird dann so ähnlich aussehen. Ihr habt den Schlauch prall aufgefüllt und das Bleigranulat ist jetzt sozusagen wirklich in unserem hinteren Ende vom Schlauch. Dann könnt ihr die Luft wieder rauslassen. Jetzt werden wir den Fahrradschlauch, also den Innenschlauch, auf unsere vorher abgemessene Länge zurechtschneiden. Dafür nimmst du dir die Schere, suchst deine Markierung und schneidest den Schlauch durch. Als nächstes verschließen wir auch das Ende. Einfach den Schlauch zweimal falten und wieder mit dem Kabelbinder zumachen. Wenn du beide Enden verschlossen hast, kannst du das Bleigranulat einfach im Schlauch verteilen, bis es schön gleichmäßig ist. Schritt 1 und 2 sind erledigt. Du hast den Schlauch dir zurechtgeschnitten, den Innenschlauch. In Schritt 2 hast du den Innenschlauch mit Bleigranulat gefüllt. Wir haben ihn gewalzt, verteilt. Jetzt ist das Blei gleichmäßig im Schlauch. Jetzt gehen wir weiter zum nächsten Schritt und werden den Innenschlauch in den Außenschlauch stecken. Weiter geht's mit dem dritten Schritt. Ihr habt euren Innenschlauch. Du brauchst den Außenschlauch, also den Rest von dem Fahrradschlauch mit dem Ventil. Dann als besonderer Clou, wir haben ein PVC-Rohr mit 50 mm Durchmesser und eine Endkappe. Und wir benötigen die Klippverschlüsse. Als erstes nehmen wir den Außenschlauch, also das, was der Außenschlauch werden soll, und nehmen wieder die entfernte Seite vom Ventil und ziehen da unseren Verschluss durch. Wenn du den Fahrradschlauch durch den Verschluss durchgefädelt hast, nimmst du dir wieder einen Kabelbinder und verschließt das kurze Ende. Das wird später mit Klebeband am Schlauch fixiert. Das Ende vom Kabelbinder kannst du abschneiden. Und wir haben bloß noch die Stelle, die zu ist. Die wird nachher, wenn der Schlauch wirklich gefüllt ist, angelegt und mit Klebeband umwickelt, damit nichts piekt, nichts verletzt, nichts hängen bleibt. Als nächstes nehmen wir das PVC-Rohr und verschließen die eine Seite mit der Endkappe. Jetzt nehmen wir den Innenschlauch und füllen diesen sozusagen ins PVC-Rohr. Dann wäre der nächste Schritt, wir ziehen das offene Ende vom Fahrradschlauch über das PVC-Rohr, können den Schlauch fixieren, pumpen den Außenschlauch auf. Und wenn der Außenschlauch voll ist, mit Luft gefüllt ist, lassen wir den Innenschlauch einfach nur rüberrutschen.
Zur Sicherheit werden wir die Endkappe nochmal mit Klebeband fixieren. Soweit alles vorbereitet. Wir können den Außenschlauch aufpumpen und das Blei rüberrutschen lassen. Dafür schließen wir wieder unsere Luftpumpe an. Wir pumpen den Schlauch auf. So. Schön die Anschlussstelle festhalten, damit der Schlauch nicht abgeht. Lassen wir das Blei rüberrutschen. So, ging jetzt doch ein bisschen schneller als erwartet. Aber ihr seht, das Blei ist sehr leicht in den Außenschlauch gegangen. Wir haben den einen Anschluss schon dran. Wir können jetzt auf der anderen Seite den Schlauch abschneiden. Da könnt ihr ruhig erstmal ein bisschen Bonus lassen. Jetzt geht es sozusagen weiter. Wir fädeln das Ganze auf der anderen Seite durch den Anschluss, also durch den Schnapper oder Clipverschluss. Jetzt sind sozusagen beide Verschlüsse dran. Ihr habt das Halsblei. Ihr könnt vorher noch mal gucken, ob das Halsblei euer Halsumfang entspricht und habt jetzt noch die Möglichkeit, die Verschlüsse sozusagen wieder ein Stück abzuziehen, dass ihr das Blei angenehm um den Hals tragen könnt. So, ich habe jetzt beide Enden mir eingestellt, dass das Blei angenehm um den Hals liegt, auch wenn ich einen Anzug trage. Jetzt können wir wieder mit dem Kabelbinder eine Seite, also die zweite Seite verschließen. Kabelbinder ist drum. Jetzt kann der Kabelbinder abgeschnitten werden. Wir können kurz dahinter oder den Schlauch abschneiden. Jetzt habe ich sozusagen beide Enden fertig und kann noch mit Klebeband die Enden so fixieren, dass sie nicht abstehen und ich irgendwo hängen bleibe. So, das erste Ende ist fertig. Und voilà, unser Halsblei ist fertig. Könnt ihr jetzt nochmal gucken. Umhängen. Verschluss zumachen. Sitz prüfen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn dir mein Video zum Halsbleibau gefallen hat, dann klick doch unter dem Video auf den Daumen nach oben und lass ein Like da. Du kannst auch gern den Kanal abonnieren und erfährst so immer als Erster, wenn neue Videos online sind. Das war's zum Halsbleibau. Mein Name ist Daniel Weißhoff, ich bin vom Freediving Center Berlin
Und ich freue mich, wenn ich euch geholfen habe, ein schönes Halsblei zu bauen, was euch beim Tauchen weiterbringt. Falls du noch Fragen hast zum Thema Halsblei oder du dir den Bau nicht alleine zutraust, du kannst auch gerne auf mich zukommen. Wir treffen uns mal zusammen am See oder abends nach einem Kurs und ich helfe dir beim Bauen. Einzige Bedingung, du musst alles mitbringen für den Bau. Also Fahrradschlauch, Kabelbinder, Bleigranulat und dann helfe ich dir einfach beim Basteln. Bis dann, auf Wiedersehen und tschüss.